Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Alter, in diesem Licht, wenn ich nicht so gucke, habe ich voll die Augenringe. Egal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein What This Vegan Eats in a Day Video, weil ich mir davon mega, mega viele in letzter Zeit angeguckt habe und ich die ultra cool finde, weil das gleichzeitig so ein bisschen Rezept ist. Und nicht nur bei Food Diaries, ist ja nur so gezeigt, fertig. Und so zeigt man auch ein kleines bisschen, wie man es macht, weil das von der Zeit einfach reinpasst, wenn man nur einen Tag nimmt. Und man hat auch so ein bisschen, finde ich mal, so einen Maßstab, wie viel ist die Person eigentlich? Und ich finde das ganz interessant und lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr es interessant findet. Wenn nicht, schreibt mir das gerne rein, was ihr verbessert haben möchtet oder nicht und ob es euch gefällt oder nicht. Dann weiß ich Bescheid und ja, viel Spaß! Das war heute auch schon mein ganzes Essen. Ich habe irgendwie in letzter Zeit ganz oft so, dass ich irgendwie nur so zwei quasi Mahlzeiten esse, weil mein Frühstück sich immer verspätet. Ich bin zwar meistens um 7 wach, aber erst um 10 was oder später. Und dadurch verschiebt sich das Mittag halt auf Nachmittag. Und dadurch, dass ich dann nachmittags so meistens auch eine sehr große Portion esse, habe ich halt abends auch immer keinen Hunger mehr. Und der Nudelsalat, der jetzt noch übrig ist, den esse ich dann einfach morgen.
Und ja, das mache ich meistens so. Ich koche eigentlich immer recht große Portionen, die ich nicht schaffe und esse die dann am nächsten Tag, weil ich jetzt nicht jeden Tag komplett irgendwas koche. Gut, das war jetzt nicht so die größte Kochkunst, aber auch bei Aufläufen und so ist das ja genauso. Auf jeden Fall, ciao.